Als Lichtenrader freue ich mich sehr, dass wir am 13. und 14. September in diesem Jahr zum 27. Mal das Wein- und Winzerfest hier in Lichtenrade am Dorfteich haben werden. Man muss dazu wissen, es ist das erste Winzerfest, das erste Weinfest, was es in Berlin überhaupt gab. Und ich glaube, das kann man sagen, es ist mit deutlichem Abstand auch das Schönste, was wir hier haben. Nicht nur viele Winzer, die aus allen Ländern hier angereist sind, die guten Tropfen hier präsentieren werden, sondern auch ganz viele Kunsthandwerker, viele Künstler, die wir hier haben werden, die diesem Fest einen ganz besonderen Charakter geben. Und in dieser traumhaften Atmosphäre hier vor der Dorfkirche in Lichtenrade wird das mit großer Sicherheit ein tolles Fest werden. Darauf freue ich mich ganz besonders. Und deswegen geben wir jetzt mit der Krönung des kleinen Flaschenkönigs den Startschuss für dieses Wein- und Winzerfest. Ich freue mich, es wird ganz toll werden.